Am 14. Dezember fand die Zertifikatsübergabe an die künftigen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ambulanten Hospizdienstes Lutherstadt Eisleben und Umgebung im Café der Gemütlichkeit im Heiligen Geiststift in Eisleben statt. Kurz bevor es losging, sprachen wir mit der Koordinatorin des Projektes, Kursleiterin Ines Wilk-Ekim. Wir haben heute die Jahresendabschlussfeier vom ambulanten Hospizdienst Eisleben und Umgebung. Und wir feiern aber nicht nur den Jahresabschluss, sondern unsere Neulinge. Nämlich wir haben 14 neue Ehrenamtliche bekommen heute ihr Zertifikat. Wir haben hier ehrenamtliche Mitarbeiter für den ambulanten Hospizdienst und ab 2023, wenn das An-Hospiz steht, hier in der Hallischen Straße in Eisleben, dann werden wir dort auch unser Büro beziehen und dann werden wir dort auch ehrenamtlich tätig sein. Wir sind, oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für Menschen da, die in der Häuslichkeit wohnen oder in einem Seniorenheim oder auch im Krankenhaus, wo wir hingehen, wenn es zum letzten Lebensweg geht, sage ich mal. Frau Wilk-Ekim begrüßte dann die neuen und etwas erfahreneren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hospizdienstes und erhob mit ihnen gemeinsam das Glas auf diesen freudigen Anlass. Natürlich sollte es neben dem Feiern auch um die Übergabe der Zertifikate an die 14 neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen. Für jeden und jede Einzelne hatte Frau Wilk-Ehm noch persönliche Worte, die die gemeinsamen Erfahrungen im Kurs widerspiegelten und den Wunsch auf eine gute Zusammenarbeit. Unter den Neuen auch die ehemalige Oberbürgermeisterin der Lutherstadt Eisleben, Jutta Fischer. Natürlich nutzte man die Gelegenheit, bevor es richtig ans Feiern ging, dass sich alle zugewonnenen neuen Zertifikatsinhaber und Inhaberinnen zu einem Gruppenbild formierten.